Servus und willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge Let's Feed the Beast. Heute bin ich leider wieder mal alleine. Der gute Boidor hatte leider keine Zeit, aber ich will so ungerne Folgen ausfallen lassen. Deswegen, wie gesagt, heute mal wieder alleine. Ich hoffe, dass wir es morgen gebacken kriegen aufzunehmen, aber also ich schätze mal die nächsten 2, 3 Folgen werde ich auf jeden Fall alleine unterwegs sein, weil eine Folge aufzunehmen lohnt sich nicht. Und ich werde gerade krank, das ist ziemlich uncool. Deswegen, falls ich die nächsten Tage von irgendwas keine Folge machen kann, seht's mir bitte nach. Also ich kriege gerade eine echt üble Erkältung, Fieber und so habe ich schon. Ziemlich hässlich. Aber naja. So, kurzes Update. Es ist viel passiert, wie man hier unschwer erkennen kann. Alles weg. Außer halt hier die Jukebox und hier die paar Öfen. Noch alles weg. Und zwar habe ich jetzt endlich mal angefangen, unten unsere Zwergenbinge einzurichten. Hier sieht man schon die ersten Ausläufer. Wir hatten ja mal einen Haufen mehr an Solarpanelen, aber beim Abbauen sind irgendwie ein paar runtergefallen und die zerschellen dann ja. Dann ist halt nur noch ein Generator übrig geblieben. Ziemlich blöde, aber naja. Unsere Zombie-Köpfe habe ich mal hier drapiert. Macht sich als Eingang ganz gut. Wird aber wahrscheinlich eh wieder wegkommen, wenn ich anfange, richtig zu bauen. Ich weiß gar nicht, ob hier jetzt großartig was passiert ist. Ich glaube aber nicht. Raum ist immer noch groß. Wo aber was passiert ist, und das wird gleich ein Schock sein. Hier ist ganz schön viel passiert. Also der Raum, der war ja vorher nur ungefähr so breit. Den habe ich ordentlich aufgemödelt. Habe hier schon mal ein paar neue Kistchen. Stahlkistchen, da ist jetzt gerade noch nicht so viel drin. Aber, ja. Und natürlich größte Neuerung, dieses gute Stück hier. Sieht aus wie Kraut und Rüben, weil der Raum eben vorher nur total klein war. Aber ich erkläre das einfach mal kurz. Werde ich vielleicht in ein paar Folgen nochmal machen, wenn Boidor wieder da ist. Hier in diese wunderschöne Kiste kommt Erz rein. Moment, ich hole mal kurz was. Was haben wir denn da? Hier, ich mach mal 16 Eisen. Oh, was haben wir noch? Gold. Gold, Gold, Gold. So. Moment, muss kurz gucken. Nee, ist noch nicht hier drin. Alles klar. Also, das Erz kommt hier in diese Kiste rein. Das wird später alles noch automatisiert. Und da seht ihr jetzt, dass mithilfe der Redstone Engines der ganze Scheiß rausgepumpt wird. Und zwar habe ich hier eine Diamond Pipe reingesetzt. Die selektiert das, habt ihr ja gerade gesehen. Also in die rote geht das hier alles und in die grüne geht Eisen. Und das Ganze geht in den Meserator, der gerade leider keinen Strom hat, weil es draußen regnet. Wie blöd. Ich hole mal kurz ein bisschen Kohle und schmeiß das in die Öfen rein. Viel, was heißt Öfen? Ich meine natürlich in die Generators. Ich werde demnächst wohl mal ein paar MFUs bauen. Shit, hier ist voll. So, auf jeden Fall hier Zeug drin. Wird jetzt vom Meserator klein gematscht, der ganze Kram. Oh nein, doch. Ein paar hat gerade so gelangt. Die Redstone Engines, die brauchen übrigens halt keinen Strom. Funktioniert einfach mit einem Redstone-Signal. Deswegen hier die Schalter. Pumpen das dann weiter hier in den Ofen. Also hier in dem Fall ein Induktionsofen. Das Praktische an dem Ding ist, man kann zwei Arten von Dusts reinmachen, die simultan verarbeitet werden. Habe ich jetzt natürlich keine drin, aber es würde gehen. Und das Ganze passiert hier hinten auf der Seite natürlich auch. Da habe ich allerdings nur einen normalen Ofen stehen. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer fucking... Oh, boah. Boah. Ey, Leute. Boah. Ich krieg die Krise, ey. Scheiße.
Okay. Tür bauen. Oh, ich. Boah. Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie angepisst ich bin. Aber gut, man muss sagen, früher oder später, es war klar, dass es irgendwann passiert, wenn hier keine Tür drin ist. Aber doch nicht jetzt. Gut, also. Scheiße. Dann kann ich es jetzt wenigstens ordentlich machen mit euch zusammen. Tür. Hier oben noch dicht machen. Blub. Also ja, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ist denn alles noch da? Der Induktionsofen ist in seine Einzelteile zerballert. Die Redstone-Engines sind alle noch da. Das ist gut. Hier fehlt nur ein Kabel. Das passt also. Alles klar. Ja. Ich baue kurz mal den restlichen Rotz hier auch noch mit ab. Also ich bin. Die Angepisstheit hat sich, hält sich jetzt gerade wieder in Grenzen. Das ist alles gerade okay. Es hätte schlimmer kommen können. Was schmeiße ich mal kurz weg? Hier die eine Fackel. Weg damit. Macerator habe ich. Habe ich. Muss mal kurz das Erz abladen. Boah. Das nennt man dann wohl Vorführeffekt. Naja. Aber wir kriegen das schon wieder hin. Alles ist in Ordnung. Die Welt ist schön. Na gut, das muss ich gleich mal mit einer Spitzhacke oder so abbauen. Düppidüppidü. Das hier, was hier noch rumsteht, ist übrigens ein Kompressor. Den habe ich gebraucht, um Sachen für den Induktionsherd zu bauen. Hier ist ja ein Loch. Induktionsherd, ich glaube, das war jetzt so das am weitesten entwickelte, was wir hatten. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie wir das machen. Also das Lagersystem werde ich dann. Habe ich eine Spitzhacke dabei? Nö. Das Lagersystem. Hä, wo sind meine. Meine Werkzeuge. Das Lagersystem werde ich wohl hier hinten irgendwo an die Wand packen. Das passt, aber es passt einfach ein bisschen besser. Ist hier noch was drin? Nee. Ich weiß, Truhe nicht mit der Axt, mit der Pickaxe abbauen, aber. So. Also. Das hier auch mal alles kurz weg mit dem Rotz. Dann machen wir das nämlich jetzt mal richtig ordentlich. Hier erweitere ich nochmal kurz ein bisschen. Wir machen jetzt einfach drei Spuren erstmal. Mit den Diamond Pipes kann man ja sowieso lenken. Das heißt, wir können auch mehrere Sachen gleichzeitig verarbeiten. Die einzige Engstelle sind halt die Macerator. Aber das kriege ich auch noch gelöst. Also, lasst uns kurz überlegen. Hier hinten kommt eine große Truhe hin. Eine große Truhe. Von der aus geht. Hier, da brauche ich die Wooden, das Woodenzeug. Blöpp. Dann muss ich hier einen sowas dran machen. Einen Lever brauche ich. Plipp. Funktioniert. Jetzt will ich mal kurz was irgendwas reinschmeißen. Ja, funktioniert. Gut. So.
Wo ist die Diamond Pipe? Ist die kaputt? Cobble, Wooden, da ist die Diamond Pipe. So, dann kommt da jetzt die erste Diamond Pipe hin. Oder nee, Moment. Erstmal. Plüpp. So, die erste Diamond Pipe. Da kann ich jetzt Abzweigungen dran basteln. So, also wir haben drei Ausgänge. Das könnten wir jetzt natürlich noch beliebig erweitern, aber ich glaube, brauchen wir das momentan. Ich glaube, das geht schon, wenn wir. Wir haben ja eh nicht immer von allem. Allem alles. So, hier kommen jetzt die Meserator hin. Eins, zwei. Jetzt muss ich mir kurz noch einen dritten bauen. Ich weiß leider immer noch nicht auswendig, wie der Scheiß geht. Maschinenblock, ein Circuit und Flints. Maschinenblock, Circuits und Flints. Also ein Circuit. Maschinenblock habe ich den noch auf Lager. Flints und Steine. Flints brauche ich drei Stück. Flints. Eins, zwei, drei. Blub. War das richtig? Sehr gut. So, Meserator. Der kommt hier hin. Nur mal kurz ausprobieren, ob das jetzt auch funktioniert. Ne, kein Stein. Kobbel. Schmeiß Kobbel rein. Oder Moment, hier darf nur Iron Ore rein. Ne, Moment, doch gelb. Wo geht denn das jetzt alles hin? Okay, tatsächlich, er verteilt's. Verteilt er sie sinnvoll? Blau. Tu mal blau. Das da rein. Ja gut, da ist jetzt natürlich kein Strom drauf, aber sie kommen auf jeden Fall an. Sehr gut. Genau, dann baue ich jetzt aber mal schnell Strom hin. So. Strom ist da. Muss mal gucken, ich verlege das jetzt, glaube ich, unterirdisch. Sieht nicht so scheiße aus wie beim letzten Mal. Blub, blub, blub. Da ist einer, da ist einer. So. 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 Das passt. Jetzt muss ich nur wieder an die Oberfläche kommen. Es wird auf jeden Fall deutlich effektiver, was ich hier jetzt baue, im Gegensatz zum letzten Mal. Weiß nicht, ob man das irgendwie unterirdisch verlegen kann, der ganze Kram. Aber das wird schon gehen. Moment, habe ich jetzt überhaupt den da hinten angeschlossen? Ich glaube, ich habe nicht weit genug gebaut. Ne, natürlich nicht. Scheiße, ich habe den falschen angeschlossen. Haha. Oh. Oh, Kupfer. Kupfer ist immer gut. Sorry, das muss ich jetzt mitnehmen. Da geht's noch lang. Da kann ich mich kurz hier hochbauen.
Abreißen. Und Kabel legen. So, perfekt. Die Dinger müssten jetzt alle funktionieren. Ja. Der ackert auch noch. So, ich mache aber mal ein bisschen länger heute. So, als nächstes kommt wieder die Wooden Pipes zum Zuge. Muss ich, glaube ich, noch gleich welche machen. Die transportieren den ganzen Scheiß jetzt weg. Brauche ich dafür für jedes einzelne jetzt einen? Ich glaube schon. Ja, scheiße. Damlitch. Wie mache ich denn das? Kann ich das oben drauf setzen? Ja. So, die Levers oben drauf. Ah ne, das sieht nicht schön aus. Den hier nochmal abreißen. So. So. Spuckt ihr das jetzt raus? Perfekt. Sehr gut. Die spucken ihren Krempel jetzt raus. Was haben wir denn da? Ach, wenn man Stein zertrümmert, kriegt man Sand raus. Wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. So, aber ich glaube, mehr lernen wir erst nächste Folge. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig, aber so ein bisschen könnte ich euch doch zeigen. Und das nächste Mal bauen wir unsere Linie her. Fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüssi.